Ich glaube, dass die Pause den Jungs wirklich gut getan hat und auch mal eine normale Pause und nicht verkürzt, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Wenn man jetzt heute die Jungs gesehen hat, jeder strahlt, jeder hat sich erholen können, jeder freut sich darauf, dass es wieder losgeht, die anderen Jungs zu sehen. Und ich glaube, die hat gut getan, diese Pause. Und ich glaube, dass wir voller Elan jetzt auch tatsächlich wieder starten können. Tatsächlich so. Also wir haben sicherlich jetzt den ein oder anderen Spieler mehr im Kader. Natürlich auch bedingt durch die Verletzung von Basti. Es sind einige neue Spieler da auf zentralen Positionen, wo es natürlich dann auch wichtig ist, die so schnell wie möglich in unser Spielsystem zu integrieren. Und das ist natürlich oftmals einfacher auf den Außenpositionen als jetzt im Rückraum oder auch bei Witt im Kreis oder in den zentralen Abwehrpositionen. Natürlich jetzt die erste Woche geprägt, auch ein bisschen durch das Kennenlernen, geprägt durch die ganze Testbatterie, die wir machen, die wir jedes Mal zu Beginn der Vorbereitung machen, um zu sehen, auf welchem physischen Zustand sie sind und vor allen Dingen auch dann, wie wir unsere Trainingsplanung gestalten für die nächsten Wochen, das auch wirklich sehr individuell machen. Dann wird es in die Ballgewöhnung gehen, auch jetzt in der ersten Woche noch und dann in der zweiten Woche geht es dann natürlich schon voll los mit vielen physischen Einheiten, aber der Ball wird immer auch eine Rolle spielen.